Ja, sagt mal, was wisst ihr eigentlich über Pyos Dank? Ist da irgendwas Schönes, was ich mir anschauen sollte? Pyos Dank, habt ihr vor, dorthin zu segeln? Ja, dann will der unbedingt hin. Ist tatsächlich unser nächstes Ziel. Allein schon, Rafim, weil wir Wasser und Nahrungsmittel brauchen. Nun, Pyos Dank hat 800 Einwohner, wenn man die Soldaten nicht mitzählt. Die variieren, fluktuieren. Das Wappen ist eine achtstrahlige Sonne auf Blau. Die Herrschaft ist eine Feudalherrschaft unter der Reichsgräfin Trontje von Alfs. Dementsprechend kommt es einer faktischen Theokratie gleich. In der Garnison haben 10 Soldaten Platz, der gräflichen Leibgarde. Man kann aber auch zahlreiche Stadtgardisten antreffen, Hafenbüttel, die Goldene Flotte, die ab und zu vor Ort liegt, einige Biremen oder kaiserliche Seesoldaten und Söldner. Es gibt einen großen Praios-Tempel und mehrfache Schreine. Wichtige Feste und Feiertage ist der erste Praios, also das Sonnenwendfest und natürlich der vierte Travier, das ist der Tag der Ordnung. Besonderheiten sind natürlich das Arcanum Interdictum und ein besonders in Praios Dank scharf durchgesetztes Gesetz. Nun, es gibt noch allerlei Gerüchte, aber ich halte mich von Gerüchten fern und beziehe mich lieber auf Fakten. Ja, das klingt ja fürchterlich. Nun, wir wollen dort keinen Urlaub machen, sondern nur Vorräte aufnehmen. Unter anderem. Nun, wie gesagt, die Politik wird normalerweise dann durch Trontje von Alfs beherrscht. Aber sie, laut dem, was ich gelesen habe, wird der Wahre der Ordnung tatsächlich der richtige Herrscher dieser Insel sein, weil er als Sonnenmarschall dann ihr überstellt ist, zumindest theokratisch. Und sie hört auf sein Wort. Der Marschall der Sonnenlegion ist natürlich jemand anders. Ja, da habt ihr recht. Jedenfalls der Wahrer der Ordnung aus Zorgan wäre entsprechend der Zuständige dann. Naja, dann brauchen wir da ja nicht lang bleiben. Nun, wie gesagt, Abelmir und Diamantis können sich um Vorräte und Wasser kümmern. Ich werde mir natürlich die Sakrale ansehen und wenn die Zeit und das Wetter es hergeben, zu einem oder zwei Gräber der letzten Priesterkaiser pilgern. Fällt das ja wirklich in deine Zuständigkeit, Yalan? Ich meine, du wurdest doch in Zorgan zum Praios-Geweihten gemacht, nicht wahr? Zuständigkeiten sind so eine Sache. Ihr könnt mich natürlich gerne begleiten bei solchen Pilgerreisen, wenn es euch denn so geneigt ist. Nein. Das dachte ich nein. Ich begleite euch gerne. Werde mich auf dem Marktplatz, werde ich mir einen kleinen Stand aufbauen und einige informative Seminare zum Thema Zwerg geben. Wir reden noch einmal, bevor wir am Land gehen. Ja, sehr gerne. Ja, Boltax und ich hoffen, einen blutigen Mob anzuführen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Boltax, das ist doch eine gute Idee. Ich werde schon nicht zaubern, keine Sorge. Und wenn doch, dann lasse ich mich nicht erwischen. Nun, ich hoffe, ihr fangt auch keine Aufstände an. Es gibt ein Arcanum Interdictum, wie ich eben bereits sagte. Ihr könnt heute gar nicht zaubern. Auf der ganzen Insel oder nur bei der Stadt? Auf der Insel. Korrekt. Oh. Sag, Canicetiana, denkt ihr, auch mit dem Arcanum Interdictum müssen wir um die Sicherheit unserer magischen Gefährten fürchten? Oder wird man sie in Ruhe lassen? Nun, was ich gelesen habe, ist, dass viele der Einwohner Magier gar nicht so erkennen, da sie dort seit vielen Generationen einfach keine Magier haben. Es kann natürlich sein, dass es einige weit hergereiste Pilger gibt, die dann natürlich auch Magier kennen, aber die Inselbewohner, die dort geboren sind, kennen keine Magier. Nun, mich wird man sowieso nicht als Magier kennen. Und umso besser ist das für uns alle. Ich denke jedenfalls, es ist eine gute Entscheidung, ein Seminar über Zwerge zu halten und nun ja, kein Seminar über die Gaben Mardas. Und lass diesen Unsinn mit Sumo. Ich glaube, er ist nicht so sonderlich willkommen. Inwiefern Unsinn? Nun, euer Glaube ist doch etwas konträr zum Glaube, der auf der Insel vorherrscht. Na und? Nun, sie würden euch verhaften. Das können Sie gerne versuchen. Denkt dran, ihr könnt nicht zaubern. Aber und ich werde euch garantiert nicht aus dem Knast auf Jidaskan rausholen. Unterlasst einfach bestimmte Themen. Ich werde mir doch nicht verbieten lassen, über meinen Glauben zu reden.
dann schlage ich vor und du bleibst auf dem Schiff. Nein. Nun, wenn Zucke ihr... mit den Schultern. Wir haben also eure Heldentaten geplant. Ich hatte das anders erwartet. Gerade bei dem Lesen eurer Tagebücher hatte ich von viel mehr Heroismus gerechnet und weniger von einem Provokateur in euren Reihen. Nun, Voltax hat manchmal eigene Vorstellungen. Er wird sie dann auch, nun ja, wie sagt man so schön, ausbaden müssen. Ja, ja, das ist in Ordnung. Und er hat mich noch gefragt, warum man dort keine Zwerge mag. Ich bin zumindest sehr gespannt auf eure Protokolle dazu, die Tagebücher. Wenn es dann heißt, dass ihr ehrenvoll einen Kult der Prios-Priester ausgehoben habt und Paktierer getötet habt. Ja, nachdem der Sieger schreibt die Geschichte, ist das nicht so? Wisst ihr, wir können euch diese Sachen noch einfach privat berichten, anstatt sie erst aufzuschreiben und ihr bekommt sie dann Wochen später zu sehen. Ich finde es einfach jetzt interessant, einmal dabei zu sein, wie ihr eine solche Heldentat plant. Weil normalerweise höre ich immer nur danach davon und dann ist die Geschichte ja schon verfälscht. Wir planen keine Heldentat, wir planen einen Landgang. Begleitet doch Jalan einfach auf seinen Besuch in der Sakrale. Ich bleib sonst gerne in der Nähe von Boltax, denn sollte es dort zu Schwierigkeiten kommen, kann ich mir ja angucken, wie ihr reagiert und dann später die Geschichte dann aufschreibt. Oh ja, ja, das klingt vielleicht gut. Wird Boltax sich benehmen, wenn Zeugen dabei sind. Vielleicht haben sie auch eine Bibliothek mit verbotenem Wissen, was ich noch nicht gelesen habe. Oh, die haben sie bestimmt. Nun gut. Ich bin nicht sicher, ob ihr jetzt einen zutreffenderen Eindruck von unseren Unternehmungen gewonnen habt. Du hast ja. Konntet ihr dann einen Eindruck von mir gewinnen? Wir wissen zumindest einiges mehr. Ja, das ist schön. Ja, ihr seid genau so spannend und interessant, wie ich es mir schon immer gedacht habe. Ja, danke. Ihr wart so hilfreich wie eh und je. Was ist das eigentlich für ein Experiment in dieser Flasche? Dieser Schatten in der Flasche. Da muss ich gerade überlegen, was ihr meint. Nun, ihr erinnert euch, hinter dem Hesin-Vademikum stand eine kleine Fiole. In diesem ist ein Schatten gefangen. Da müsst ihr euch... Ach so, das waren die Lichtexperimente, die ich durchgeführt habe. Ich kam im Zuge davon, dass... ihr hattet ja neulich über die Quanjon gesprochen und da hatte ich noch einmal in meinen Büchern geblättert und etwas zu Lichtelixieren geforscht und das könnte sein, dass das noch Überreste von dem Lichtelixier sind. Vielleicht habt ihr euch, Ich habe noch nie etwas von Lichtelixieren gehört. Ihr, Jalan? Selbstverständlich, aber mir. Du hast bereits eins gesehen. Vielleicht auch zwei in Aktion. Nun ja, es war aber Licht und kein Schatten, nicht wahr? Das ist wahr. Wo Licht ist, ist doch Schatten. Nun, Schatten ist nur dort vorhanden, wo Licht ist, richtig. Aber es ist trotzdem konträr dazu. Und das hellste Licht wirft den tiefsten Schatten. Also bitte doch. Als das ewige Licht noch in der, Stadt des Lichts zu sehen war, gab es im ganzen Raum keinen Schatten. Nun, das sieht uns vor einem Experiment vielleicht. Oh ja. Ich höre einfach nur durch... Das hellste Licht wirft den tiefsten Schatten. Ich muss gerade schon wieder an Jidaskan denken. Ich bin sehr gespannt, was ihr dort erleben werdet. Das war einfach nur gerade eine Eselsbrücke, die ich dazu hatte. Nun, was hat es mit diesem Schatten auf sich? Erhellt mich. Man kann euch gerne erhellen mit diesen Lichtelixieren. Wenn ihr etwas braucht, sagt Bescheid. Licht in der Flasche. Worum geht es dabei? Nun, Licht machen. Mich interessiert tatsächlich eher, wie ihr ein solches bekommen könntet, denn schließlich müssen Pryos gefällige Gebete von einem Geweihten über das Übernehmen zugesprochen werden. Nun, ich experimentiere ja noch herum. Ich sage ja nicht, dass es mir geglückt ist. Aber im Zuge der Quanions-Queste hatte ich neulich von einer jungen Alchemistin gehört, die in einem Kloster gemeinsam mit der Hilfe von einigen Helden ein solches Lichtelixier dargestellt hat. Und ich hatte mich diesbezüglich etwas mit den Zutaten herumprobiert. Also, es könnte die Quanions-Queste weiter anheizen. Wenn ihr natürlich meine Hilfe bei so einer solchen Herstellung braucht, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Wenn ich natürlich auch von der Chemie keine Ahnung habe. Nun, ich werde euch gerne noch einmal rufen, wenn ich eine Frage habe. Gerne.
Weitere Fragen? Nein, keine Fragen. Ich dachte nur gerade, ist es nicht bei vielen Elixieren so, dass ein Cantus daran beteiligt ist? Möglicherweise könnte man eine, ich will nicht sagen profane, aber eine magische Version des Lichtelixiers herstellen, indem man einen Flimflam verwendet? Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, was Prios davon hält und die Quanions-Queste mit der Suche des ewigen Lichts, aber man kann das natürlich versuchen und ich bin zu diesen Experimenten auch gerne geneigt. Wenn ich also ein solches Licht in die Flasche einsperre, dann ja, warum nicht? Dann kann ich es gerne machen. Ich werde euch gerne informieren, wenn meine Forschungen diesbezüglich weitergehen. Sehr gut. Also lasst euch bitte nicht von diesem Schlangenschatten irritieren. Die Lichter aus den Flaschen sind von ihrer Natur her antimagisch, von daher wird eine solche Lösung vermutlich nicht funktionieren. Aber bitte, ich bin gespannt. Gut, aber dann, ich muss sagen, ich habe gut gegessen. Damit nehmt auch einmal seinen Teller und schiebt dann die letzten Reste von dem Thunfisch rüber zu Diamantis und stellt dann seinen leeren Teller wieder vor sich ab. Wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich mich sonst wieder nach unten verabschieden. Wie gesagt, mein Ohr, ich muss es auch einmal untersuchen lassen. Und dann, wünsche ich euch noch eine geruhsame Nacht. Auf dass wir bald Maraskan erreichen werden, nicht wahr? Sicher doch. Natürlich, wir wollen euch nicht aufhalten, wenn ihr noch einmal Etilius aufsuchen wollt. Gut. Ja. Alle Geborenen einen Schlaf segnen. Und hoffentlich fressen sich die Heuschrecken nicht durch euren Gehörgang. Ja, nein, das wollen wir nicht. Hinter dem Gehörgang beginnt das Gehirn und dort lagern wichtige Sachen. Damit klopft er einmal auf den Tisch, rückt mit dem Stuhl und schiebt sich dann wieder an Zulamin vorbei. Die Tür klackt und er ist raus. Was ist bloß mit seinem Ohr? Das war das zweite Mal. Heuschrecken. Nun, er ist der Einzige, dem ein solches Leiden widerfahren ist. Er hätte Etelius sie da nicht beim ersten Mal heute Nachmittag bemerken sollen. Vielleicht hat er nicht genau genug hingeguckt oder Heuschrecken sind noch sehr klein. Ihr meint, die Heuschrecken sind sehr klein, aber sie verursachen trotzdem, dieses Blut. Ja. Ich halte Etelius für, erfahren genug und um solche Wunden zu erkennen. Der Mann mag sein. Aber er kann ja auch nicht in das Ohr hineinsehen. Ja, wir müssen bedenken, der Mann schläft dort, wo er seine Tränke braut. Also, dass es mit seiner Gesundheit nicht allzu gut steht, das sollte uns nicht irritieren. Ja, das mag sein. Vielleicht ist auch etwas Säure oder so in sein Ohr hineingelaufen. Nun, dann wäre sein Ohr verätzt. Ich wüsste auch nicht, wie das vor sich gehen sollte, aber ich denke, Etelius hat die Ursache seines Leidens jedenfalls noch nicht gefunden. Nun hoffen wir, dass es ihm irgendwann demnächst bald wieder besser gehen wird. Dem armen Kanazidianer. Irgendwie kommt mir komisch vor. Er sagt, er will etwas, das Licht einsperren, aber wir sahen nur Schatten. Das stimmt doch nicht. Ja, vielleicht hat er das Licht hinausgelassen und nur der Schatten ist zurückgeblieben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber vor allem, warum sollte der Schatten schlangenförmig sein? Wir haben gar keine Schlangen an Bord. Und nun, warum? Ich weiß auch nicht. Ich kenne mich mit Alchemie und sowas nichts aus. Das ist nichts für einen ehrlichen Zwerg. Ja, sein Appetit scheint ebenfalls etwas angeschlagen zu sein, wenn er nur die Suppe löffelt. Ja, das ist merkwürdig. Nicht mal Preyers Blumenkerne wollte er. Er war schon immer ein seltsamer Kerl. Auch jetzt habe ich nicht das Gefühl, viel mehr über ihn zu wissen. Er ist wie ein Lexikon. Man kann ihn alles fragen, aber wer er selbst ist... Warum weiß er auswendig, wie viele Leibgardisten die Gräfin von Tidaskan hat? Hat er dir einmal erwähnt, dass wir dorthin wollen? Vielleicht hat er sich vorbereitet? Wir haben selbst wenn, wo steht das? Ihr habt recht. Das ist schon sehr abseitiges Wissen. Um nicht fast zu sagen, unnötiges Wissen.
Naja, vermutlich in irgendwelchen Berichten. Woher hat er die? Naja, ich habe zum Beispiel solche Berichte über Städte angefertigt. Jetzt natürlich nicht über Pryos Dank, aber... Nee, kennt sie auswendig? Vielleicht wollte... Natürlich nicht mehr, aber... Vielleicht wollte er uns nur beeindrucken und diese Zahlen stimmen gar nicht? So schätze ich ihn nicht ein. Also Zulamin, deine Menschenkenntnis sagt dir auch, dass er sehr glücklich war, als er dieses Lexikonwissen runterrattern durfte. Aber er kam mir nicht vor wie ein Lügner. Nun, wie dem auch sei, wir sollten am besten ein Auge auf diese Experimente mit dem Licht haben. Sollte er wirklich zu Erfolgen kommen, könnte dies sehr interessant für uns alle werden. Könnte ihm natürlich ein oder zwei Sachen erzählen, aber vielleicht lieber nicht. Was wolltest du ihm denn nicht erzählen? Nun, wie gesagt, es gibt einige Kniffe für die Herstellung von Sonnenlicht-Elixieren, die in der Preiskirche bekannt sind. Wie? Bitte? Zum Beispiel was? Ja, dann setzt sein Lächeln auf und löffelt weiter seine Suppe. Seht ihr, wie kam er zu diesem Wissen? Nun, offensichtlich hatte er es nicht, sonst wäre er gar nicht auf die Idee eingegangen. Man könnte einen Zauber stattdessen verwenden. Nun, aber vielleicht klappt es ja. Wenn es klappt, vielleicht. Ich denke, mit einem Zauber wäre das einfach eine völlig andere Art Elixier. Es hätte dann nicht viel mit Pryos zu tun und würde wahrscheinlich auch die Quanions Queste nicht voranbringen. Aber es wäre möglicherweise praktisch. Ja. Ich kann den Finger nicht drauflegen, aber irgendetwas stimmt an der Geschichte nicht. An welcher nun genau? Ich fürchte an allen seinen Geschichten. Nun, das, was er erzählt hat, war zumindest, soweit ich beurteilen kann, richtig? Ja, aber es ist interessant, was er nicht erzählt. Zum Beispiel? Nun, aber mir musstest du den Mann so mit dem Tischgebet triezen. Ja, ich wollte sehen, ob er, nun ja, den Namen der Herren Travi aussprechen kann. Warum er das? Er hat doch nur den Namen der Götter schon wirklich wahrhaft oft genug ausgesprochen. Hat er das? Sicherlich, in der Kabine, als wir mit ihm gesprochen haben. Ich bin mir sicher, er hat die Sünde gesagt, als er über das Vandemikum sprach. Richtig? Mhm, richtig. Und gerade eben hat er sogar mehrere im Mund. Ich weiß nicht, was du willst. Und wäre er ein Paktierer, könnte er auch doch meine Berührung schon allein nicht aushalten. Oder die von Zulamin, was das angeht. Ja, also, Kapitän, seid ihr nicht etwas vorschnell? Das sind schwere Anschuldigungen. Und jetzt bleiben wir aber alle mal in unseren Unterhemden. Ich habe keine Anschuldigungen, aber irgendetwas stört mich an diesem Kerl. Also, lass das mal bloß niemandem hören. Nein, es sind nur es sind, nennen es Bauchgefühl, wie auch immer. Intuition. Ich kann euch sagen, dass das Einzige, was ich über ihn als Person zu wissen glaube, ist, er lebt für dieses Wissen. Es ist, als wäre er gar nicht wirklich da. Es ist seine einzige große Leidenschaft, all diese seltsamen und abwegigen Informationen zu sammeln. Und nichts macht ihn glücklicher, als wenn wir ihn danach fragen und er damit glänzen kann. Naja, vielleicht, wenn man ihm ein Tagebuch gibt. Das wäre vielleicht ein adäquates Vergnügen. Ja, Tagebücher. Habt ihr euer schon wieder? Ich habe ihm nie eins gegeben. Schreibst du überhaupt welche? Oh ja, das tue ich. Ich habe ihm mein Logbuch kurz vor Anfang gegeben und seitdem habe ich das nie wieder gesehen. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass das weniger Papier ist, das ich hier aufbewahren muss. Und die Schiffslogbücher bleiben natürlich hier. Wie gesagt, es ist nur ein Bauchgefühl, aber... Ja, und wenn ihr eure Tagebücher nicht wiederfindet, ist das ja auch nicht so schlimm. Es ist ja nicht so, als hätte sie jemand aus seiner Kabine geklaut oder so. Nun ja.
Also, was erwartet uns auf Hilaskan genau? Nicht viel. Wie Kanasetiano euch bereits gesagt hat, ist die Durchsetzung der Ortsgewalt relativ streng. Von daher solltet ihr alle darauf achten, euch uns auch im besten Benehmen zu zeigen. Ansonsten nicht viel. Es könnte sein, dass wir in der Nähe einer Hafrixischen Patrouille über den Weg fahren. Allerdings denke ich nicht, dass sie uns gefährlich werden können. Ist es mir und Voltags gestattet, die Insel zu betreten? Frage ins Off. Rechtskunde? Das weiß ich nicht. Ja, Rechtskunde. Es gibt dazu auch einen Artikel in dem Abenteuer selber. Nee, das reicht. Was? Zwei Punkte? Ich hab nie gesagt, ich wäre klug. K-L-U-K. K-L-U-K. Also, dir sind keine Gesetze bekannt, die es verbieten, dass Magier die Insel betreten. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Nun, rein rechtlich gesehen nicht. Ihr solltet natürlich mit, sagen wir, Anfeindungen rechnen, wenn ihr euch als Magier zu erkennen gebt. Wie Kanazidian euch aber auch gesagt hat, wenn ihr diese lächerliche Robe einmal ablegt, sollte das kein Problem sein. Was heißt hier lächerlich? Ich finde sie sehr kleidsam. Ihr könntet nicht mehr Magier vermitteln, wenn ihr euch einfach auf eine Kiste stellen und schreien würdet, hey, ich bin Magier. Aber Kanazintiana hat ja auch gesagt, dass sie da viel aufs Recht geben und Rafim, dir ist sogar bekannt, es ist nicht einmal das Zaubern auf der Insel verboten, denn es ist einfach nicht möglich. Zumindest war es bisher nie möglich, auf dieser Insel zu zaubern. Man kennt keine Magier, deswegen gibt es auch keine Gesetze gegen die Magie. Und das Zaubern ist nicht illegal. Oh, müsst ihr Magier nicht immer diese Robe tragen, Kapitän? Nun, es gibt einen Kodex, aber... Ach, wisst ihr, der Kodex. Ich bin mir reichlich sicher, dass der Kodex Elbirikos auf Delaskan keine Anwendung findet. Ja, theoretisch darfst du sogar zaubern. Was? Theoretisch. Ich dachte, das wäre verboten. Ja, dann hast du mich angelogen. Nun, wie ich bereits sagte, der Herr Paulhaus verbietet es. Ja, sein Wort ist Gesetz. Na, es ist nicht verboten, weil es nicht funktioniert. Na, das höre ich doch gerne. Also, ja. Sie haben es halt nie verboten, weil es geht. Also, es gibt halt mehrere Arkani oder Arcana Interdicta, gibt es mehrere. Es gibt halt die klassischen an Beilung. Das ist permanent und von Bryoskar selbst gewirkt in der Borbord-Krise. Ein Wunder dann, quasi. Ein Wunder, genau. Ein großes Wunder, was dann eben auch permanent ist. Dann hast du ein Arcanum Interdictum in Elenvina. Das und ist Ravina. Ein minderes, ja. Du hast erstmal in Elenvina hast du eins, was dir sämtliche Magie verbietet. Du kannst dort zaubern. Aber es wäre möglich zu zaubern, aber es ist bei Strafe verboten, ein Licht- oder Heilungsmagie zu wirken. Oder natürlich irgendjemanden umzubringen oder zu irgendwas anderes. Das ist alles in Elenvina komplett verboten. Es gibt das Mindere in Havena, da darfst du dann eben Heilmagie und Lichtmagie benutzen. Alles andere ist verboten. Das ist das Mindere in Havena. Und Jilaskan ist ähnlich wie Beilung, dass es Kamal durch Praios verboten ist. Aber Jilaskan ist einfach ein Sonderfall, weil die Leute sitzen da jetzt eben seit 400, 500 Jahren sitzen auf dieser Insel. Seitdem ist das Arcanum Interdictum Kamal durchwirkt und sie brauchen keine rechtskundigen Gesetze dafür. Das war einfach bisher nie erforderlich. Denn die Gesetze des Herrn Parias sind absolut und perfekt. Ebenso wäre Durchsetzung. Ja, wo er sich dazu herablassen kann, sich um so etwas noch zu kümmern. Gut, vielleicht sollten wir wirklich, selbst wenn es nicht funktioniert, jegliche Aufmerksamkeit vermeiden, die wir vielleicht erregen könnten. Aber ich will Aufmerksamkeit erregen, um aufzuklären. Nun, dann lass bestimmte Themen aus, die vielleicht etwas heikel sind. Ja. Etwas zu verschweigen ist nicht verboten, es ist keine Lüge. Nun gut. Diamantas, was fehlt unseren Vorräten?
darüber habe ich mich nicht ganz informiert, aber im Grunde alles. Frischwasser werden wir wohl noch für einige Tage haben, wenn wir Glück haben. Eigentlich war es ja der Plan, in, wie heißt der Port, in Neubosporan anzulegen, weshalb wir auch nicht allzu viele Vorräte noch haben. Nun, das würde ich sagen, stellt eine Liste auf, was wir brauchen. Und nun ja, dann werden wir diese Sachen hoffentlich besorgen können. Ah, Eikapitän. Was ist unser danach, unser Kurs danach? Nach Gilaskan? Talusa wäre eine Antwort wert. Zumindest wäre es in relativer Nähe. Wir müssten nur den Golf von Tuzak einmal überqueren. Selbstverständlich ist da, wenn wir weiter in den Norden reisen wollen, ein Zwischenhalt in Kuntium immer empfehlenswert. Auf der anderen Seite der Maraskan-Kette. Es gibt den Boran nichts für uns zu holen. Es gibt den Boran wohl, aber Hafax und seinen Getreuen zu schaden. Und was das angeht. Nein, reden wir nicht drüber. Wie sieht es mit der Pforte des Grauens aus? Ich dachte doch, reden wir nicht drüber. Es gäbe noch den Friedhof der Seeschlangen, an dem angeblich die Pforten des Grauens geöffnet wurden, die die Dämonenarchen erschufen. Und angeblich könnte man ihnen wohl sicherlich einen Schlag versetzen, wenn man eine Möglichkeit hätte, eine solche zu schließen. Nun, was den sieben Gezeichneten nicht gelungen ist, wird uns vermutlich nicht gelingen. Ja, sie sind tot und wir leben noch. Ja, und sie verfügten über Verbündete und Hilfsmittel, über die wir nicht verfügen. Andererseits waren die sieben Gezeichneten noch nicht auf die Situation vor Ort vorbereitet. Und wir haben schon einmal eine Pforte des Grauens geschlossen. Wir sind also gewissermaßen erfahren. Nun, wir haben sie nicht wirklich geschlossen, sondern eher etwas Großes darauf einstürzen lassen. Was schlagt ihr also vor? Wer ist dafür, zu diesem ominösen Friedhof der Seeschlangen zu reisen? Nun, ich glaube, Haswulf fände es ganz interessant, denn er mag Seeschlangen nicht besonders. Ich fragte hier, wer hier dafür ist, nicht was Haswulf denkt oder will. Nun, wir haben das große Glück, seit langem keiner Dämonenarche begegnet zu sein. Aber sollte der Fall eintreten, werden wir jeden Vorteil brauchen, den wir kriegen können. Und der Friedhof von Seeschlangen verspricht zumindest einen, nicht unbedingt konkreten, aber möglichen. Bin auch dafür. Entsprechend bin ich zumindest dafür, uns die Sache vielleicht ein wenig näher anzusehen, Informationen einzuholen, in der Nähe uns umzusehen. Hi, ich gebe den Einzoller recht. Und wenn wir auf dem Weg noch ein bisschen Piratenpack aufreiben können, dann war es das allemale wert. Ich möchte allen Beteiligten zu bedenken geben, dies wird eine längere Reise durch den Maraskan-Dschungel. Wir sollten uns nicht über den Seeweg nähern. Nein, natürlich. Aber ein kleiner Ausflug in den Dschungel ist doch ganz nett. Ein kleiner Ausflug in den Dschungel ist auf Maraskan bereits tödlich. Naja, für euch vielleicht, aber Sumo ist auf meiner Seite. Nun ja, die Tiere vielleicht nicht. Aber was spricht denn gegen den Seeweg? Seeschlangen, Riffe, Piraten. Eine Seeschlange würde völlig ausreichen, um dieses Schiff zu zerstören. Vergessen wir nicht die Meeresdämonen. Ihr wisst schon. All die guten Dinge, die aus so einer Pforte des Grauens nur einmal herausströmen könnten. Sulamin, was sagt ihr dazu? Ihr seid so still.